Hey, meine Freunde, herzlich willkommen in der Allianz Arena. Dort sind die Münchner zu Gast. Nee, zu Hause. Wir sind zu Gast bei den Münchnern im Spiel Bayern gegen Dortmund, so wie es aussieht. Und da sind wir auf jeden Fall gespannt auf. Das ist das Topspiel der Saison. Platz 1 hier, Platz 2, die Tabelle sieht brutaler aus, als sie eigentlich ist. Denn wir haben ja wieder Punkte liegen lassen gegen Schalke. Aber gegen Ingolstadt auch nur knapp gewonnen. Zwar war das mit einer B11, aber ja, wir sollten auf jeden Fall uns nicht zu sicher fühlen hier gegen die Münchner, die immer noch eine Top-Mannschaft haben, obwohl sie ihre ganz großen Stars verkauft haben mit Lewandowski, Müller, Boateng und Neuer und so weiter und so fort. Aber wir sind gespannt. Wir haben ja die ganz großen Stars jetzt hier mit Bale, mit Hummels, mit Reus, für den sie wieder ein Angebot abgegeben haben. Aber das habe ich hier euch alles schon erzählt. Matic klärt hier erstmal zur ersten Möglichkeit für uns. Van Persie kommt nicht mehr zum Abschluss. Von der Möglichkeit Morata, dem Ex-Dortmunder. Der macht da nichts. De Gea auch mal wieder im Tor. Hat jetzt lange nicht gespielt oder immer nur kurz. Weil wir eben viele Torhüter haben, die auch gerne spielen wollen würden. Kriegt er den noch? Den kriegt er noch ganz locker, ohne Probleme. Marco Reus, guter Ball. Und er ist noch heiß. Starke im Tor. Gott, wieso denn Starke? Das ist eben so das größte Problem, was ich bei den Münchern sehe. Ihrer Torwart. Mit Ulreich und Starke haben sie dann nicht mehr wirklich so die Mega-Alternativen. Obwohl das Geld natürlich da ist, um da mal einen Bomber zu kaufen. Aber bis jetzt macht's Starke ja gar nicht mehr so schlecht. Ja, Vorteil laufen gelassen erstmal. Mastur. Nix da. Schade. Rode Innenverteidiger. Gott, oh Gott. Das ist eben Verzweiflung bei den Bayern. Die spielen ja wirklich. Die spielen zwar mit Dreierkette, aber auch ohne Lahm, glaube ich. Ja doch, da ist er. Im Zentrum, aber im Mittelfeld. Wieso stellen wir den nicht in die Verteidigung? Naja. Müssen Sie wissen, da wird wohl schon eine genauere Taktik dahinter stecken. Aber naja. Oh Gott, Jameson IV, keine Ahnung, Jameson. Mit der ersten Möglichkeit für die Münchner, nicht wirklich gut gemacht. Weiter geht's. Mastur, klasse angenommen, aber Vidal, der Kämpfer, der Krieger, natürlich geht da mit allem rein und holt sich auch den Ball. Gut, die Kombination jetzt, schwer zu verteidigen, aber da sie noch relativ ungenau sind in ihren Abspielungen, in ihren Abspielen, in ihren Pässen und was weiß ich, geht das dann. Oh, Mkhitaryan, gut gemacht. Schwach von Pogba, sehr schwach. Die Bayern in der Champions League, ja auch nicht gerade in der besten Ausgangslage, liegen gegen Juventus mit 1-0 hinten. Da muss was passieren auf jeden Fall. Aber ich traue ihnen da schon Wunder zu, wenn man das Wunder nennen kann. Es sind ja die Bayern immer noch. Es ist nur ein 1-0. Ah, das müssten sie eigentlich packen. Ich glaube da dran. Und in der Europa League ist Köln die einzige deutsche Mannschaft,
überhaupt die Endrunde, die K.O.-Runde erreicht hat. Köln. Leute, Köln. Köln spielt gegen Neapel. Oh Gott. Aber sie sind wieder auf gutem Kurs, vielleicht sogar Champions League zu erreichen nächstes Jahr. Sie sind ja, glaube ich, Platz 3. Ne, das ist Platz 3 sind sie, glaube ich. Hannover Platz 4 oder so, Leverkusen Platz 5. Das ist ganz eng da unten. Da unten. Das wäre ja direkt drunter. Aber das ist schon ziemlich krass. Die großen Clubs wie Gladbach, wie Schalke, wie Wolfsburg und sowas, die sind alle im Tabellenkeller. Eine ganz komische Saison. Eine ganz komische Saison dieses Jahr. Schalke ist jetzt aber wieder am Rauskommen. Hamburg bleibt wahrscheinlich da unten im Keller. Gemeinsam mit Darmstadt, die da wahrscheinlich auch wieder absteigen werden. Die sind nämlich ganz allerletzter Platz, Schlusslicht. Und Hamburg eben mit 18 Punkten auch ganz da unten. Das wäre schon krass, wenn die absteigen. Wenn Hamburg endlich mal absteigen. Oh, das hört ihr nicht gerne. Ich weiß aber endlich mal. Es ist doch mal so. Es ist doch so, Leute. Es ist doch so. Hamburg muss doch jetzt mal. Jetzt, also wenn es sogar in FIFA soweit ist, dann muss da was dran sein. Oh Mann. Jetzt wechseln wir mal ein bisschen. Masturm hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Bringen wir da Huden mal rein. Oh, ansonsten sind die größten, ein Großteil der Spieler alle ziemlich platt. Embolo könnte man noch probieren da vorne im Sturm. Ansonsten lasse ich das jetzt erstmal und bringe vielleicht noch Thielemans im Laufe der Zeit. Wenn da mal ein Tor gefallen ist, egal auf welcher Seite, wird dann Thielemans auch mal kommen. Der hat mir ja sehr gut gefallen. Das Spiel jetzt auch nur nicht, weil er eben erst vor 2 Tagen gespielt hat und dementsprechend ausdauertechnisch nicht mehr auf dem Top-Niveau ist. Bale. Embolo. Guter Ball. Richtig guter Ball auf Marco Reus. Marco Reus. Marco Reus in die Hände von Starke. Aber direkt in die Hände. Mkhitaryan. Da startet Reus durch. Da startet Bale durch. Super Kombination und Bale mit dem 1-0. Super kombiniert. Und Bale macht ihn dann rein. Super gemacht hier in die Mitte gespielt. Dann nochmal direkt auf Reus. Und der legt dann nochmal ab auf den komplett alleinstehenden Gareth Bale. Und der macht das Ding dann rein. Da kann Tom Starke nichts mehr machen. Eine gute Stunde ist jetzt gespielt. Es steht 1-0. Okay, da holt er sich den Ball wieder. Unglaublich. Oh, Depay macht da 2 nass und spielt dann so einen hervorragenden Ball. Auf Marco. 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 Reus. Und jetzt bringen wir Thielemans. Für Paul Pogba. So. Tut ja viel lang. Ja. Sinan Kurt kommt rein für Ribéry. Gott, oh Gott. Sinan Kurt und Weihrauch. Oh Gott. Was ist denn los mit Bayern? Die spielen im nächsten Spiel gegen den wahrscheinlich Absteiger Darmstadt. Embolo, Tor. Klasse gemacht. Ist das die Entscheidung?
Richtig klasse gemacht. Embolo. Der trifft auch, wie er möchte. In jedem Spiel irgendwie schießt er ein Tor. Oh, nicht gut gemacht. Vidal. Ginter ist bei Kurt. Und Kurt geht vorbei. Thielemans passt aber auf. Gareth Bale. Der hat jetzt Bock auf Fußball. Der hat wirklich Bock auf Fußball. Aber Martinez versaut ihm da diesen Spaß. Oh, und dann solche Fehler. Die dürfen eigentlich nicht passieren bei den Münchnern. Boah. Köln, Dortmund, das nächste Spiel. Oh, schade. Wow. Wow. Bale. Schade. 10 Minuten haben wir noch. Ginter, ganz stark gemacht. Was macht der Mkhitaryan da? Aber zum Glück kriegt Hummels da den Ball noch. Gut gemacht, Thielemans. Juri Thielemans. Abseits, das wäre abseits gewesen von Marco Reus. Aber naja. Thielemans. Gareth Bale. Bale schießt Martinez ab. Mann. Mkhitaryan. Oh. Jetzt die Kontermöglichkeit. Sinan Kurt gegen Embolo. Ah, Kurt schafft das hier. Weihrauch. Lahm, jetzt geht schnell und Lahm mit dem Fehlpass. Aber Kimmich kommt trotzdem noch einmal. Wieder Lahm. 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 Guter Pass auf Kimmich und De Gea mit der ersten Parade, glaube ich. Das war's. Wir gewinnen hier 2-0 in München gegen die Bayern. Besser kann es gar nicht sein. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dann und tschüss.